So, soll ich runterzählen oder wie machen wir das? Ja, mach du mal. Ja, ich zähle ihn runter. So, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen bei Team Glorious Let's Play. Heute bin ich unterwegs mit der Inu und wir sind wieder im Glorious Play Projekt. So. Und ja, heute werden wir mal alle... Ja, dann werden wir schnell ins Bett packen. Blick dich zu mir. Ja, ja. So, ja, was ich gerade sagen wollte, ist, heute reißen wir mal alle Bäume weg und setzen neue Saplings. Ja, und ich werde mich dafür jetzt erstmal ausrüsten, das heißt, auch oder kurz an die Koppelkiste. Aber schnell wie heißen die Dinger denn jetzt mal? Zwei Echsen, Äxte. Wer soll Äxte machen? Ah. Mach die schnell. Oh, bei mir leckt das ein bisschen. Echt? Ja. Ja. Eine Axt. So, wollen wir dann beginnen? Wen darf ich jetzt killen? Bäume. Oh. Ich mach hinten auf Julians Insel, mach ich alles kaputt. Mein Freund, der Baum. Was du hier sonst noch irgendwo Sachen findest. Hat sich das langsam gelegt. So. Bevor ihr einen Baum abbaut, ja, seid euch sicher, halt die Fresse. Ich weiß, was ich tue. Sammel Saplings. Ich brauche unbedingt Akazienholz-Saplings, weißt du. Und daher muss ich die Bäume leider wegnehmen. Wie groß ist denn dieser Baum hier? Mann, oh Mann. Ja. Was ich auch immer cool finde, dass die Leute nicht kapieren, dass wir so einen dicken Baum haben, weißt du? Und die setzen mal ein Sapling statt vier Saplings nebeneinander. Eigentlich setzt du ja bei dem dicken Baum vier Saplings nebeneinander, weißt du? In einem 4x4 Feld. Mhm. Ja, das kann man machen. Am besten mit so einem Dschungelbaum, ne? Da hat man richtig viel Holz. Ja. Ich sehe ein Slimy. So, der Sapling kommt jetzt erstmal hier hin. Der hat keinen Bock, Saplings auszuspucken. Da oben liegt nur Holz. Hui! Ah doch, ein Sapling habe ich. Jetzt zwei von den Akazien, das heißt schon wieder ein Plus. Drei. Jetzt haben wir zwei Plus Akazien. Mhm. Wir hatten eine Zeit im Auge, wann wir gestartet haben. Wir haben 19 gestartet. Das heißt, wir hören. Rechnen 35. Wir hören mal 33 sicherheitshalber auch. Ah, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe aber geguckt. Juhu. Ich habe zumindest noch auf die Uhr geguckt und habe mir eine Startzeit gemerkt. Ich habe alles so scheiße dicht neben bei ihm, ey. Mann, hat sich hier schon was getan, ey. Wie die Flächen werden immer größer und größer. Ja. Slimy. Bei Ihnen im Haus. Ja, Mann. Saplings. Boah, bei ihm sind hier hinten bei dem Akazienholz ein richtig. Sapling ist, glaube ich, da weitergefallen. Nein, ich habe einen. Ich habe jetzt 5 Akazienholz-Saplings im Voraus. Ein paar von den anderen Saplings hier. Mhm. Aber wenn ich wieder rumheule.
Am besten die Bäume immer so platzieren, dass sie zu nah am Rand stehen, ne? Ja. Platzieren die so wie dahin, wie er die hingesetzt hat hier, weißt du? Ja, der eine war aber sehr dicht am Rand. Fand ich blöd. Ja. Und diese Saplings sind auch eh zu nah. Das geht da irgendwie nicht. Das geht doch gar nicht. Sagst du mir, soll das den anderen? Ja. Boah, jetzt haben wir gleich wieder richtig viele Saplings. Also das wird jetzt auf jeden Fall eine Folge sein, wo wir nur Saplings raus. Ich hab den Slime übrigens gefunden. Doppelt bei Dings in der Bude rum. Mhm. Bei Maxi. Aha. Saplings! Geh ich wieder nach vorne? Hier bei ihm habe ich schon alles weggeräumt jetzt eigentlich. Bäume habe ich aber natürlich alle wieder neu reingesetzt, weißt du? Hm. Hier hat einer die Pflanze vom Melone weggemacht. Hier kann keine Melone mehr nachwachsen. Hm. 3, 4 Saplings. Da hinten ist es Slimy hinter der Mauer bei dir. Ja, ich weiß, ich weiß. La 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 la. Kurz auf die Uhr gucken. 25. Was, wir sind schon in der Aufnahme und haben nichts gemacht. So, bis auf Saplings gesandt. Echt langweilig. Ja, guck sich das an. Egal. Aber irgendwas musste ja langsam mal gemacht werden, weißt du? Hm. Alle beschweren sich, aber keiner sammelt die Saplings selber ein, weißt du? Naja. Wenn wir ja keine haben, dann sind sie alle am Rumheulen. Genau. Ich habe bei Julian alles weggeholt. Alles. Da ist nichts mehr. Alles. Bäume. So, ich habe die natürlich wieder neu gesetzt, weißt du? Bei ihm ist es weggeräumt. Und natürlich behalten wir das Holz natürlich für uns, ne? So, ganz klar. Ja, wer baut sich denn hier eine Fläche? 9 wahrscheinlich, wa? Was? Ach, da hinten bei, Gibt's hier noch irgendwo Bäume? Boah, ich habe gerade einen fliegenden roten Slimy gesehen. Was? Den, wo du wahrscheinlich gerade getötet hast. Ja, du meintest einen toten Slime. Ja. Ich könnte eigentlich mal was essen. Hunger! Ja, Hunger. Den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Hunger. Brennt hier was? Hier brennt doch irgendwas. Keine Ahnung. Kann man sich schon schlafen legen? Jedes Mal setzt sich das Scheiße hin, weißt du? Das sind die Akazienbäume, ne? Richtig schlimm, die wachsen auch so hick. Hm. Boah, ganze 4, 5 Wassermelonen musste ich futtern. Ich hatte Hunger. Was die Leute hier schon gebaut haben, Hammer. Ja. Wow. Was, noch eine? Noch eine?
Was denn? Holz? Holz. Ja, ich hasse das, wenn dieser Baum freudig unterwächst, weißt du? Ja. Holen. Also meine Axt ist gleich wieder kaputt, ey. Wie wolltest du das jetzt mit den Saplings machen? Das erkläre ich dir nachher außerhalb der Aufnahme. Links hat ja auch noch ein Sapling in der Truhe, Max. Hm. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Saplings-Wartezeiten. Ich warte nämlich jetzt gerade, bis die Saplings wieder runterfallen. Ja, es wird dunkel. Guck mal, ob du dich bei Theon oder so mal schnell... Ne, geht noch nicht, kann man sich noch... Ich habe einiges an Saplings eingesammelt. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Bei ihm ist schon drüben schon wieder ein Baum gespawnt, oder in der Zeit, wo ich hier einen Baum abgebaut habe. So, jetzt müsste man sich aber hinlegen können. Oh, es wird ins Bett. Ich habe mich schnell bei Max hingelegt. Leg dich ins Bett, leg dich ins Bett, leg dich ins Bett. Hab ich doch. Bin schon aufgestanden. Da liegen nochmal mindestens 2 Saplings oben drauf, okay. So, so. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Ja, da. Ich hab mir so ein paar davon rausgeholt. Ja. Ich glaube, da unten liegt noch ein Saplings, da unten liegen noch Saplings, wo du abgefarmt hast. Gerade verguckt habe. Ich wollte jetzt nicht runterspringen, weil dann musst du den ganzen Weg wieder rumlaufen. Weil da vorne ist ja noch kein Hochweg. Das sind keine Saplings mehr. Das sind nur welche angepflanzt. Echt? Ja. Ja, ja. Ja, kein Unterschied. Schäm dich. Warte ich noch, bis die runterkommen hier, oder? Wir bräuchten echt mehr Erde. Ein Set, also. Ja, meinte ich ja, wir sollten eigentlich mal anfangen, diese Inseln abzutragen und sowas. Da sind ja immer die Creeper explodiert an den Stellen. Die einzige, die noch recht sauber aussieht, ist die Dings drauf, wo die Dings drauf waren, ne? Die Villager, weißt du? Die ja mittlerweile auch schon tot sind. Hm. Ich habe übrigens 19 Slimebälle, Mann. Aha. Gehe ich in der nächsten Folge nochmal vorbei. Da, 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 da. Hallo! Hallo! Mal jetzt rein in der Kiste, jetzt liegen endlich mal wieder Setzlinge drin. Wofür brauchen wir eigentlich ein Netherportal? Da kannst du eigentlich, wenn man es anstellt, eine Falle bauen. Ah. Für diese komischen Zombies oder was das da sind, die da spawnen. Braucht man die? Kannst du Gold mitsammeln. Achso, brauchen wir Gold? Ist bessere Sachen, so, keine Ahnung. Achso. Vielleicht will sich ja einer ein Goldhaus bauen. Macht da dran auf jeden Fall nix. Kann ich dir sagen. Ich bin eh ungern. Uns jetzt hier ja, ich mag das Ding nämlich auch nicht. Warum steht hier eigentlich ein Stein? Jetzt hier? Hat das einen Grund? Wegtragen. Ey, wie viel Uhr denn? Ich habe das Gefühl, dass wir unsere 15 Minuten schon längst haben. Ey, wir haben noch eine Minute. Ach ja, na dann. Bye. Wir lassen das mal auf gleich eine Minute. Laufen lassen. Soll ich mir eine Spitzhacke machen? Hast du einen Stein für mich? Ja, eine Spitzhacke. Ich will eine Spitzhacke. Gib mal her. Gib. Was?
Gib mal her. Danke. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, beenden wir einfach die Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, lasst ein Abo bei uns beiden da, wenn ihr noch nicht auf unserer Abo-Liste seid. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.